Comics sind cool. Ob Lifetime-Nerd oder Mitläufer, spätestens seit den Avengers-Filmen erlebt das Panel-Genre seinen zweiten Frühling. Daher ist es keine Überraschung, dass der 17. Comic-Salon wieder einmal gut besucht war. Vom 26. bis 29. Mai tummelten sich insgesamt 25.000 Begeisterte in Erlangen, um Kunst, Witz, Abenteuer und Satire der Macher zu begutachten. Künstler aus der ganzen Welt signierten fleißig ihre Werke, ließen sich von der Atmosphäre inspirieren und genossen die Tage unter den Gleichgesinnten. Ich bin Michael Holtschulte, ich bin Cartoonzeichner hier bei Lappan, /Karlsen und signiere hier meine Bücher. Ich habe eigentlich, ja, das hört sich nach so einem Klischee an, habe immer schon gezeichnet, meine Mutter hat selbst Kunst studiert und das immer gefördert und mit 15 habe ich dann erst einmal für Tageszeitungen gezeichnet, gemerkt, dass ich damit Geld verdienen kann und das dann stetig weiter ausgebaut. Also natürlich kann man handwerklich erlernen, dass man zeichnen lernt. Es gibt ja auch unglaubliche Bandbreite an Stilen, von der leichten Skizze bis hin zu perfekten Ölgemälde im Bereich der komischen Kunst. Und also da ist sicherlich viel zu erlernen, aber mit dem Humor ist es schon relativ schwierig. Da muss man, glaube ich, ein gewisses Talent für haben, obwohl es da auch Sachen gibt, die man erlernen kann, aber wie gut das dann jeweils ist, ist dann noch die große Frage. Es gibt immer wieder mal, wenn man ich zeichne ja beispielsweise für die Süddeutsche oder die Taz und wenn es dann da politisch wird und es geht dann beispielsweise um Pegida, dann fühlen sich Leute mal angegriffen, aber das finde ich dann noch nicht weiter schlimm, die haben es nicht anders verdient. Ja, also die politischen Themen liegen mir schon am Herzen. Zum einen, weil ich eben einfach, also als Künstler mit allem, was man macht, egal ob man einen Roman schreibt, ein Lied oder irgendwas, man ist ja selbst eine Person, man hat selbst Ansichten und man verarbeitet die in seiner Arbeit. Dazu kommt, dass ich einfach inzwischen wirklich viele Menschen erreiche. Also weit, weit, weit über die Millionen Menschen folgen mir im Internet auf meinen ganzen sozialen Netzen. Und insofern glaube ich, dass es wichtig ist, dass ich zu bestimmten Sachen was sage, weil wenn man merkt, dass eine Stimmung im Land eine Richtung einnimmt, von der ich glaube, dass sie nicht gut ist, dann sage ich das auch. Es ging hoch her in der Stadt der Wissenschaftler. Zugegeben, bisher wurde noch niemand von einer radioaktiven Spinne gebissen, jedenfalls nicht mit aufregenden Resultaten. Auch große grüne Muskelpakete sucht man außerhalb der Fitnessstudios trotz all der Forschung immer noch vergeblich. Außer vielleicht, man zählt die Cosplayer dazu. Diese durften natürlich beim Salon nicht fehlen. Sie schmissen sich in die Kluft ihrer Helden und zogen staunende Blicke auf sich. Was könnte man denn da überhaupt noch verbessern? Ich würde eine Klimaanlage einbauen und ansonsten würde ich T-Shirts nicht für 25, sondern für 20 Euro höchstens verkaufen. Und ansonsten würde ich die Schlangen manchmal ein bisschen kürzer machen. Was ich hier anders machen würde, ist eine sehr, sehr gute Frage, weil Wenn man hier als Künstler ist und signiert, man kommt eigentlich relativ wenig rum. Und das, was ich mitbekomme, finde ich eigentlich total schön. Man ist hier signiert, trifft die Kollegen und abends ist man dann irgendwie zusammen, unterhält sich, geht zusammen essen, trinkt ein bisschen was. Und alles andere muss ich mal zusehen, dass ich irgendwie mehr Zeit finde, mir die Sachen dann auch anzugucken, um da ein Urteil drüber zu fällen, was man verbessern kann. So finde ich es toll. Der Comic-Salon ist für jeden Comic-Liebhaber ein Muss und damit freuen wir uns auf 2018.